Ja, John, okay. Willkommen zurück zu einer Runde Micro Devolve mit dem Sainsbury-Fresser Castcrafter. Hallo. Man hat schon gehört gerade, wie dieses Ding, Ding, Ding von hinten kam. So, und wie man unschwer an dem Titel erkennen kann, wahrscheinlich von der Folge, gehen wir heute weg. Ins Deep Dark. Genau, sollen wir das bauen? Da. Ja, okay, wo müssen wir das bauen? Wir brauchen wieder diese Instable Ingots, glaube ich, ne? Brauchen wir die dafür? Glaub schon. Oh krass. Dann machen wir das doch nicht. Ajo. Weil, wir haben ja richtig viel Kabel gesammelt. Also ihr seht gerade 60.000 für den einen und 6.500 für die anderen vier. Also insgesamt 26.000 plus die 59.000 sind nochmal ganz viele andere 1.000. 94.000 oder so oder 84. Ich wollte gerade sagen, das hast du aber vorher ausgerechnet, oder? Nee, weil spontan. Spontan? Spontan. Du holst gerade Instable Ingots Zutaten, also als Siegel. Gut. Aber mir ist immer der Farm Tower, weil ich war ein paar Tage weg gewesen und das ist quasi das, was da drin war. Ich habe schon die Ore-Berries von Eisen rausgenommen. Die Iron Ore-Berries und den Rest erstmal regnen lassen. Aber das ist doch voll ineffizient, oder? Ja, total. Und ich muss unbedingt mal irgendwie einen Automatismus einbauen. Automatismus. Ein Automatismus. Bedeutet das nicht auch irgendwie so Autist? Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Kann durchaus sein. So, jetzt haben wir richtig viel Iron. So. Ja, hast du? Ja. Okay, gut. Dann gehe ich mal im Schlafen. Und der Heiko frisst die ganze Zeit aus meinem Farm Tower die Dinger. Wird unten rausgeworfen, ne? Warte, ich brauche Gold und Diamant, oder? Eisen und Diamant. Eisen. Vier Stück. Iron. Boah, ich habe wieder 260. Läuft bei mir. Was? 1000, ne? Ja, genau. Noch nicht, aber bald. Wo gehen wir hin? Hast du eine Werkbank? Ja. Okay. Erstmal wieder hier hin. An dem Instable Ingot Platz. Da. Soll ich das wieder machen? Ja, klar. Warte mal, wie geht nochmal der Deep Dark? Du explodierst eh wieder. Ja, warte. Kann ich mein ganzes Zeug wieder einsammeln? Warte mal da. Guck mal, ich bleibe einfach mal hier stehen. Machen wieder Backseat Gaming. Am Rand, Quadruppel. In der Mitte den. Okay, warte. Ich war immer so spannend. Wie war das nochmal mit dem Siegel? Unten hin, oben hin? In die Mitte. Siegel in die Mitte. Ah ne, Diamanten unten. Ne? Jetzt hatte ich das in jeder Konstellation und immer falsch. So, bereit? Ja. Okay. Oh nein, die blinken, die blinken, die blinken, die blinken. Oh nein! Die sind rot, die sind rot. Boah. Hast du geschafft. Oh, der Schwande. Die waren wieder am Blinken, ohne Witz. Oh, mein Gott. Das ist schlimmer als bei jedem anderen. Oh, mein Herz. Die haben auch nicht gesteckt, weißt du? Die waren dann einfach so alle unten drin. Ja, und da wusste die so. Und dann zittert man so und dann verkrampft man so voll die Hand, während man das hochzieht. Oh. Und dann nein. Okay, wo sollen wir rein? Ich weiß nicht. Bei Lord oder bei... Dann würde ich sagen, erstmal hier. Ja, und dann können wir das ja umstellen. Ja, genau. Dann spawnt man ja nach woanders. Deep Dark ist super gefährlich, wer es noch nicht kennt. Ich habe gar keine Fackel mit. Bist du schon durch? Ja, jetzt geht der Server bestimmt aus. Okay, ich hole währenddessen noch Fackeln. Ich habe 4 Stacks. Ach so, ich hole. Aber die sind nur für mich. Ja, eben. Also Deep Dark ist so, oh, ich bin da, ich bin da. Boah, Deep Dark. Also man kriegt im Dunkeln Schaden. So sieht's aus. Und so lange Schaden, bis es halt wieder irgendwie hell ist. Hier spawnen mehr Monster und stärkere Monster. Und hier sind überall so kleine Dungeons. Doch. Ah, jetzt. Du musst nur warten. Also, hat kurz geleckt. Alter, hat geleckt. Hallo. Hi. Wollen wir uns nach unten wieder? Ja, ne? Ja, aber sollen wir uns... Oh, ne, warte, ich hab ne Idee. What? Flieg mal. Ja. Weil dann können wir lieber so ein etwas größeres Tor machen. Warte kurz. Eigentlich total blöd, weil wir das nachher eh wahrscheinlich wieder ins Portalzentrum packen. Ja, guck mal, so. Ja. Machst du hell? Ja. Boah, ich hab Angst im Dunkeln. Ich hab sogar schon 7 Iridium, aber nicht hiervon, sondern vom Stadion.
Ah, mit Manuel Neuer. Ja. Ah, sehr gut. Warte. Ah, cool. Du bist der Mann fürs Grobe. Erst fürs Feine, aber ist egal. Wir brauchen Licht. Licht. Und da unten kommen wir jetzt durch. Halt dich fest. Oh, boah, ist da dunkel. Wow. Das ist dunkler geworden, oder? Ich glaube auch, warte. Ja! Oh Gott, jawoll. Pass auf, hier kommen Monster. Ah, oh, wie gerade erschrocken habe, als ich abgeschossen wurde. Oh, scheiße, welche Richtung gehen wir? Oh, oh, die haben ja mehr Leben hier. Oh, fuck. Ja, genau, die haben richtig viel. Oh, die haben richtig viel Leben. Hier gibt's auch die. Hier gibt's auch viel mehr Zeug. Was ist denn da hinten? Ach, das siehst du ja gar nicht, ne? Oh, scheiße. Was? Hier ist eine Note. Oh mein Gott. Oh mein Note. Oh, warte mal. Sollen wir einfach mal in irgendeine Richtung, also in die Richtung einfach gehen? Ja. Oh Mann, ich sehe nix. Man hier ist nur eine Note Linie. Und ich habe nichts mit. Boah, sind hier Notes. Boah, ich muss unbedingt mein Gerät holen. Da ist noch eine Note. Boah, kann man hier saugen? Ja, hier vorne ist irgendwas. Da links, boah, da ist links, ist was, boah. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Voll krass. Ich schon. Was ist das hier? Achso, das ist so ein Bedrock-Turm. Musikkiste. Schneller um. Diamanten, Gold Eisen, Kohle, Redstone, ja. Voll die Blöden. So, warte. Wo ist noch geradeaus? Ist noch was, ne? Echt? Da ist ein Tempel. Glaube ich. Nein, ist das nicht. Also es gibt im Deep Dark also Tempel, wo richtig viel cooler Stuff drin ist. Hier ist keine Kiste. Ah doch, lol. Weißt du? Ja. Oh, Emeralds. Hast du Emeralds gekriegt? Ja. Oh, darf ich die haben? Nee, kannst du ruhig haben. Du brauchst die bestimmt, ne? Ich weiß gar nicht wofür, aber ich brauch die bestimmt irgendwann. Ende, yo! Dafür braucht man die? Ja. Krass. So richtig viel für die Solarpanels. Da brauchst du immer jeweils zwei oder... Ja, doch, zwei Emeralds. Zwei noch? Zwei noch. Also der Server, man sieht aus Leck gerade, weil der Server das gerade alles generiert und aufbaut. Oh, ich stelle jetzt dann gleich erstmal eine Query hier rein, ne? Das ist das mit erste. Sonnenenergie, ne? Warte, ich geh mal nach links, da sehe ich irgendwas. Okay. Das ist gut, dann kriege ich die Festung da oben alleine. Das ist eine Festung? Guck mal, schon dreht er um. Nein. Wie war Ted, wenn er mal irgendwas macht? Hier waren 20 Dias oder so drin. Meine 20 Dias? Nee. Das sieht ja gut hier aus. Das war auch mal so ein Running Gag in Together, ne? Aber ich höre schon, der Tab macht wieder irgendwas. Genau. Aber eigentlich hat er nie was gemacht. Ja doch, mancher schon. Mancher war da richtig arschig. Aber es leckt gerade richtig. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir in verschiedene Richtungen gehen. Nee. Und jetzt auf zu lecken, weil ich bin hier gerade in einem Tempel, Mann. Nee. Nicht? Okay. Nein! Oh, wir sind ausgegangen, das sah was aus! Nein, wir sind nur runtergeflogen. Ich wollte wieder rein, ich wollte gerade in die Kiste gucken. Hast du gerade deine Hände vors Gesicht gemacht? Ja, hat man da gehört? Ja. Nein, es ist ausgegangen! Oh, interessant! Ich muss drauf, ich muss die Kiste looten. Aua, Alter! Holy Macaroni. Yeah, looting! Wo bist du denn jetzt hin? Krass. Ja, in diese andere Richtung. Was ist andere Richtung? Wo wir uns getrennt haben. Da sind dann so Fackeln, die in der anderen Richtung zeigen halt, weißt du? Ich finde keine Fackeln da. Ich kann mal wieder gucken. Also wenn du den Weg zurück gehst, da geht irgendwo auf der Karte dann eins in die andere Richtung. So ein Fackelschwall. Oh, Thaumium Ingot, Division Siegel. Oh, geil. Das finden wir mal eben so, weißt du, normalerweise muss ein Wizard töten. Da. Ist das wirklich ein Tempel? Nein. Nein. Ach, guck mal, da ist er. Ach, deswegen warst du auch so ruhig, als ich gesagt habe, ich habe einen Tempel gefunden, weil du auch einen gefunden hast. Ja, genau. Oh, boah! Was? Nur Scheiße drin. Wenn du einen Zauberstab findest, hätte ich den gerne, weil du hast ja schon einen. Stimmt. Weil die haben wir, glaube ich, das erste Mal im... Oh, oh mein Gott. Bei Takedown quasi auch in so einem Tempel gefunden. Und da habe ich auch mein ganzes Iridium her, ey.
Ah. Also so ein Ficker und? Ist hier schon echt gut, ne? Oh, mein Gott! Dark Steel! Boah, davon dachte ich auch, das findet man voll häufig auch in Kisten, ne? Und viel, so. Eine Steel Pickaxe, die nehme ich, glaube ich, mal. Die sieht cool aus, Steel. Ah, ich glaube, die Steel Chestplate, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da ist was. Aber ohne Scheiße, ich muss mein Gerät holen, um die Notes hier zu scannen. Da kriegt man ja so viele Sachen. Sind hier so viele Notes unterwegs? Ja, aber richtig. Also man sieht die ja auch quasi mit meiner Brille. Und da hinten ist irgendwie eine besondere Note, weil die so voll krass am Leuchten ist. Okay. Mann. Oh mein Gott. Oh, falscher Knopf. Also ich habe schon ein bisschen Saurium gefunden. Echt? Nehme ich. Hier warst du schon. Warst du ganz oben schon? Ja, ne? Ja. Okay. Ganz unten war ich jetzt. Ganz unten schon. Ja, gut. Oh mein Gott, ist das hier... Oh. Boah, ist das spannend hier, ey. Leck mich am Arsch. Nur Scheiße. Was ist das dunkel, Mann? Hast du schon eine Kiste gefunden? Ja. Was waren da drin? Knowledge Frames und irgendein anderer Crip. The Crip. Oh, ich hab noch eine Kiste. Hm. Ich hoffe, das hat Gutes drin. Ich bin sehr, sehr gespannt, was in dieser Kiste sich befindet. Alles nach der Werbung. Okay, das war jetzt richtiger Crap. Da war im Grunde das Wertvollste war Eisen. Ja, ist doch gut. Ja, in dem anderen waren Steelboots und eine Eisen-Chestplate drin. Ja, okay. Geil. Schmelzert ein, Mann. Nee. So, nehmen wir mal die... Oh, ja. Ja? Also vorher habe ich auch immer diese ganzen Spawner quasi gesammelt, aber... Ja. Da ist so ein super Rubber Sapling drin, ich weiß nicht, was der kann. Da soll mal so ein riesiger Baum rauskommen. Mhm. Hä? Was leckt gerade? Ja, weil ich gerade wieder erkunde. Ach, ist die ein Tempel nicht genug, sagst du? Nö. Oh ja. Jetzt sagt er, der Server leckt voll. Immer wenn ich erkunden gehe, ist der Sebastian da. Echt? Ja. Was hier denn? Ach, hier ist so ein Loch, wo man reingesogen wird, ne, Peter? Oh. Ist da eins? Ja, da werden wir. Achso, das Loch meinst du. Ja, ich weiß, das meinst du. Da hat sie aber echt so angefühlt. Mist, ich hab meine Batterie vergessen. My battery. Okay. My battery is empty. Ich hab keine Fackeln mehr. Da musst du wohl zurück. Jetzt bist du von mir abhängig. Jawoll. Hi. Hi. Hier sind irgendwo noch voll viele Zombies, deswegen habe ich das Gefühl, dass irgendwo noch ein Raum unentdeckt ist. Okay. Dann komme ich mal zurück. Und loote mal eben. Ah, hier ist er. Verdammt. Da ist der Raum. Oh. Das ist ja cool. Ein Medaillon für Thaumcraft, wo man mit mehr Wiss speichern kann. Cool. Also für Thaumcraft ist das hier echt cool. Du kriegst ja immer noch irgendwer so. Ich habe so Bücher bekommen, mit denen man Warp irgendwas lernt. Die gebe ich dir gleich mal. Oh, cool. Sollen wir dann einmal zurückgehen? Ja. Weil dann können wir einmal leer machen. Ich muss einfach nur raus irgendwo. Erstmal nur raus. Ah, hier, guck mal. Da kommt man raus. Boah, hier sind so viele Notes. Aua. Ich muss ohne Scheiß, ich muss hier mal offscreen rein und die ganzen Notes scannen. Dann haben wir auch genug, um Downcraft zu beenden, sag ich jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, falsch, wo du gerade hingehst. Echt? Ah, hier ist dein Weg? Hm. Stimmt, ich bin nicht gerade drauf zugegangen. Hast recht. Hast du wahr. Guck mal, vielleicht droppt er ja einen Schädel. Wer? Er. Nein, ey. Hau den doch nicht. Achso, du hast deinen Schädeldropper dabei, ne? Der Schädeldropper. Ich geh mal nach oben. Warte. Beschütz mich! Und, Schädel? Kein Schädel. Oh, schade. Go. Oh.
Sind wir also wieder raus? Ja doch. Also Deep Dark Dimension ist schon richtig cool. Hm. Und hier sind so viele Notes. Ich glaube, die sieht man sogar auf der Map. Weil die halt so ein bisschen leuchten und dadurch sind die halt so ein bisschen... Oder ne, gar nicht. Da leuchtet was. Egal. Passt schon. Das kriegen wir schon hin. Doch ein ganz schön weiter Weg, ne, den wir so gegangen sind. Ja. Ich bin gar nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen. Wenn du so von Lootspot zu Lootspot und dann, boah, krass, hier ist was. Hier ist nochmal was. Ja. Oh, da war so ein tiefes Loch, wo man reingezogen wird. Oh mein Gott. Ich hätte diese Brille nicht aufziehen sollen. Hier, da sieht der Boden auch ganz komisch aus, hast du gesehen? So ein Raster, also so in, also, ja. Hier auch. Ja, dass da manchmal so Löcher sind, ne? Ja, genau, so Striche halt. Bestimmt war hier schon jemand drin, weißt du? War schon überall. Warte mal, ich muss einmal nach unten, Licht tanken und dann hoch. Hier geht's hoch. Ich komme bestimmt nicht mehr hoch, weil wir zu lange im Dunkeln sind. Ah, doch, geht. Ja, Jawohl. Jawohl. Und wer draußen? Das ging ja flott. Okay, was hast du? Okay, warte. Jetzt wird wie an Halloween Süßigkeiten aufgeteilt. Okay. Ich habe. Ah, dahin bist du. Zwei Spawner. Jede Menge Crap. Crap, ja! Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Dann 6 Thaumium, 21 Diamanten, 1 Emerald, 2 Gold, 13 Eisen. Das war's. Oh mein Gott! Und 22 Mastodon. Das war's. Thaumium, wenn du nicht brauchst, würde ich das gerne nehmen. Ja, warum? Damit kann ich mir heute Abend dann ein Werkzeug gießen. Wie viel brauchst du davon? Gute Frage für so einen Griffer wieder. Dann könnte ich mir eine Lamber-Axe machen. Warte, braucht man dafür einen dicken? Dann reicht eins. Eins reicht. Oh, krass. Ich habe auch verschiedene Ringe gefunden, aber da steht soweit nichts dran. Hier so ein Mundane-Ring. Mhm. Dann Safari in der Single-Use. Dann habe ich so einen Mega-Sapling gefunden. Sollen wir einfach mal irgendwo setzen? Ja, können wir machen. Aber in der nächsten Folge, oder? Ja, genau. Obwohl in der nächsten Folge gehen wir in den Forest, Twilight Forest. Und dann geht's nochmal richtig rund. Deswegen, guck beim Heiko. Bis dann. Tschüss.